Die Grundidee der in der Klangwerkstatt entwickelten Körpertambura ist die eines Klanginstruments zur Auflage auf den menschlichen Körper. Ihr Boden ist in seiner Wölbung bei allen Modellen gleichermaßen körpergerecht geformt. Zusätzlich erlaubt die Körpertambura vielfältige Erweiterungen auf Zubehörvariationen für andere Einsatzzwecke. So ist jedes Instrument an den Stirnseiten mit verschiedenen Bohrungen und verdeckten Gewindemuffen ausgestattet. Hier sehen Sie eine erste Variante. Gedrechselte, polierte Schraubgriffe stecken in den formverleimten hohen Bogenfüßen und werden über jene Bohrungen, die sich in den stirnseitigen Griffmulden befinden, mit dem Klangkörper verschraubt. So verwandeln Sie in wenigen Augenblicken die Körpertambura in ein Standinstrument. Der jeweils ideale Spielwinkel ist durch Verdrehen variabel. Beim Spiel im Sitzen auf dem Fußboden können Sie in einer angenehmen, aufrechten Körperhaltung über die Saiten streichen. Der Boden des zwischen den Füßen hängenden Instruments kann nun frei abstrahlen und die Körpertambura entfaltet auch im offenen Raum ein großes Klangvolumen. Eine andere Möglichkeit, die Körpertambura als Standinstrument zu verwenden, bieten die innenseitig mit Ledertabs beschichteten massiven Dreiecksfüße. Diese Lederbeschichtungen halten den Korpus sicher in jeder Position. Die Füße werden nun in der bekannten Weise verschraubt. Nun kann die Spielebene wieder im gewünschten Winkel eingestellt werden. Durch leichtes Lösen der Griffe wird der Korpus um seine Achse gedreht. Nun ist der Boden nach oben gerichtet, um das Instrument als Klangliege für Säuglinge einsetzen zu können. In der schon bekannten Weise geschieht auch der Umbau der Körpertambura zur Klangwiege für Säuglinge mit beweglichen Kufenfüßen. Wichtig ist, dass die Montage in der hier abgebildeten Weise vollzogen wird, das heißt mit seitlich aufstehendem Korpus und aufstehendem Fuß. So ist sichergestellt, dass die Liegefläche sich genau in der horizontalen und nicht etwa in einer Schräglage befindet. Auch hier ist der Umbau leicht und ein festes Anziehen der Schraubgriffe in Verbindung mit der Haftwirkung der Ledertabs sorgt für eine sichere Fixierung. Ein Lammfell oder eine dicke textile Polsterung machen nicht nur die Liegefläche weicher, sondern begrenzen auch die Schwingungsintensität der Vibrationen für den darauf liegenden Säugling. Eine weitere Variation schließlich bietet der kreisrunde Sitzkörper, der mit Schraubgriffen an den auf der Stirnseite angebrachten äußeren Bohrungen montiert wird. Zur Montage ist es hilfreich, den Klangkörper senkrecht aufzustellen. In dieser Gestalt kann die Körpertambura als Mini-Klangstuhl beispielsweise für Kinder verwendet werden.